Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0 auf 15 Barbecue. Diesmal das Rezeptvideo von der Breitour. Chili con Carne nach einem Rezept von Jan Brei. Ihr wisst, was das bedeutet? Zeit, den Brei anzuschmeißen. Ihr habt ja vielleicht die Vlogs gesehen, der Breitour von Marco, von Klaus und von mir. Da haben wir bereits angekündigt, dass wir der Reihe nach das ein oder andere Rezeptvideo verfilmen. Hier ist es nun soweit, das ist das Rezept von Tag Nummer 2 auf der Breitour. Ich glaube, das ist das dritte Video von den Vlogs. Und wir haben einen Dutch Oven bzw. ein Potier, wie es hier in Südafrika heißt. Und unseren unterwegs Brei. Das ist ein Homefires Brei, das ist der gleiche Hersteller, der auch meinen Brei herstellt, der bei mir im Garten steht. Und wir starten quasi, indem wir den komplett aufheizen, etwas Olivenöl eingeben und dann einen ordentlichen Schwung Zwiebeln und Knoblauch andünsten. So, dass das ruhig Röstaromen bekommt und ordentlich Farbe kriegt. Der Marco war so frei und hat in der Zwischenzeit mir hier geholfen beim Schnippeln. Wer den Kanal von Marco vom Ehrlichen Essen noch nicht kennt, der ist natürlich unten drunter verlinkt. Einfach mal vorbeischauen. Dann gibt's rote Paprika. Wir haben hier das Rezept im Original von Jan Brei persönlich, den haben wir auch regelmäßig getroffen auf der Tour, das ist ein sehr super Typ, sehr netter Kerl. Wir haben das Rezept etwas abgeändert, da kommen eigentlich noch Möhren mit rein. Dafür haben wir uns entschieden, die Möhren durch Bier zu substituieren, weil dort etwas Flüssigkeit meiner Meinung nach noch fehlte zwischendurch. Es ist also nicht 100% das Rezept von ihm, aber wird schon. Prinzipiell zum Breien muss man sagen, dass hier auf der Reise gar nicht so sehr das Rezept oder das Essen im Vordergrund steht, sondern deutlich das Miteinander. Also hier geht es um Socializing, gemeinsam um ein Feuer sitzen. Unite around the fire war auch das Motto von dieser Fahrt und das merkt man ganz deutlich. Also die Rezepte waren allesamt Sachen, die man locker an so einem, in so einem Spündchen durchgrillen kann. Die Zutaten waren alles Zutaten, die man immer und überall auch zu Hause bekommt. Ihr seht hier im nächsten Schritt gibt es pürierte Tomate, Tomatenmark meine ich natürlich. Und auch das lassen wir noch etwas mit anrösten, damit es etwas Geschmack bekommt. Und dann löschen wir das Ganze mit dem besprochenen Bier ab. So, ihr seht, das bekommt schon eine herrliche Konsistenz. Das Bier, Tomatenmark, angeröstete Paprika, Zwiebeln, Knoblauch. Schon bereits ein herrliches Aroma. Dann kommt das Hackfleisch mit rein. Das hier ist Curran Beef. Curran ist der lokale Sponsor gewesen, der Beefhändler, der uns auf der Breitour mit Fleisch versorgt hat. Das hier sind ca. 4x500 Gramm, also rund 2 Kilo. Oder waren es 400 Gramm, 1,6 Kilo. Das war auf jeden Fall ein ordentlicher Schwung. Jetzt packen wir das alles da rein. Wenn wir das hinbekommen, irgendwie ist unser Holzlöffel in der Zwischenzeit verschütt gegangen. Deshalb haben wir das hier mit dem großen Chromaganlöffel gemacht. Egal. So. Jetzt einmal alles ordentlich durchmengen. Gar nicht so einfach. Bei Bedarf einfach noch ein bisschen Bier zufügen. Macht die Sache einfacher. So, geschafft. Jetzt das Ganze ordentlich würzen. Salz, Pfeffer, Cayenne-Pfeffer und wir haben noch so ein cooles Knoblauchsalz gehabt. Auch hier gab es einen Ausrüster, der uns komplett mit Gewürzen versorgt hat. Das war alles sehr, sehr gut durchgeplant.
ein weiterer Ausrüster und auch teilnehmendes Team dieser Tour, ihr habt die vielleicht in dem zweiten Video gesehen, waren die Spur-Mädels. Hier haben wir etwas Peri-Peri-Soße. Davon habe ich mir auch eine Flasche mitgenommen für nach Hause. Da gibt es irgendwann mal ein Rezept zu mit Peri-Peri. Die ist etwas schärfer. Da gibt dem ganzen Gericht noch den ordentlichen Kick. Neben dem Cayenne-Pfeffer dann zwei Dosen Tomaten in Stücke dazu. Und der Clou, Kichererbsen. Also, das Chili-Rezept von Jan Brey kommt komplett ohne Bohnen aus. Keine Kidneybohnen, keine schwarzen Bohnen, keine weißen Bohnen, sondern Kichererbsen. Und ich muss euch sagen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Hilft unwahrscheinlich gut, weil gibt eine geile Konsistenz. Geschmacklich passt das super. Also, unbedingt ausprobieren. Für alle die, die das gerne nachmachen wollen, versuche ich, die Mengenangaben in die Videobeschreibung zu kopieren. Jetzt den Deckel drauf und dann das Ganze etwa eine halbe Stunde nochmal durchziehen lassen, zwischendurch rühren und am Ende mal gucken, wie viel Flüssigkeit man noch so hat. Dann gab es nebenbei eine Runde, ein Team von Eureka Mills. Das ist eine Bäckereifirma, eine Firma, die Mehl- und Bäckereiprodukte verkauft. Die haben uns noch dazu einen einfachen Weizen-Hefeteig zur Verfügung gestellt und hier den nennen das Rooster Cooks, also geräucherte Brötchen, wenn man so will. Grillen wir nebenbei bei niedriger Hitze noch etwas Brot zum Chili. Hier seht ihr das, es hat noch Flüssigkeit, das heißt, wir haben dann irgendwann den Deckel beiseite gestellt und das Ganze nochmal 5 bis 10 Minuten durchziehen lassen, damit etwas Flüssigkeit verdampft und das Ganze noch etwas reduziert. Und dann sind wir auch schon fertig, um das Ganze anzurichten. In dem Fall haben wir das Ganze auf einen Teller gepackt. Es gab noch Sour Cream dazu, frischen Koriander und natürlich dieses unwahrscheinlich coole Brötchen mit einem echten Raucharoma. Schmeckt hervorragend. Für den Fall, dass ihr mal Bock habt, das nachzumachen, würde ich mich freuen. Wie gesagt, einen Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren ist immer gerne gesehen. Für den Fall, dass ihr die Vlogs noch nicht gesehen habt mit unseren Erlebnissen in Südafrika, da ist alles dabei. Das würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch das mal anguckt. Ansonsten sehen wir uns am Donnerstag wieder, danach mit regulären Rezeptvideos. Eventuell mache ich noch ein Best-of, mal gucken. Auf jeden Fall auch die anderen Rezeptvideos angucken vom Klaus und von Marco vom Ehrlichen Essen. Ich hau jetzt mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.